Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Balance Talks auf unserem Kanal. Heute wollen wir eigentlich noch mal ein ganz kleines, kurzes Video machen, und zwar ja, über die Methodik in der Erziehung von Hunden oder auch im Verhaltenstraining, in der Therapie von Hunden. Ja, gibt es die einzig wahre Methode? Ich sage jetzt einfach mal nein. Man kann positiv bestärken, man kann viel mit Korrekturen arbeiten, ich kann einen Hund dumm und schummelig korrigieren, wenn ich das übertreibe. Ich kann aber auch mit einer positiven Verstärkung einfach nicht alles machen. Ich kann einen Hund, der eine starke Verhaltensauffälligkeit zeigt, ja, da kann ich unter Umständen warten, bis ich alt und grau bin, bis der mal das richtige Verhalten zeigt, um das dann positiv zu bestärken. Es mag sicherlich Leute geben, die der festen Überzeugung sind, dass sie mit ihrer Methode einfach alles in den Griff bekommen. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das nicht funktioniert. Denn jeder Hund ist unterschiedlich. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Jeder hat so seine eigenen Stärken und auch Schwächen. Und ja, da muss man einfach anpassen und schauen, inwieweit Dinge funktionieren und ansprechen oder eben auch nicht. Das ändert sich aber immer. Einige sind von Natur aus eben ein bisschen aufgeregter, ein bisschen mehr Pfeffer im Popo. Andere sind wieder viel, viel ruhiger. Manche lassen sich sehr schnell und einfach beruhigen, andere wollen wieder gar nicht. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Ja, und dann, wie gesagt, sollte man einfach mal schauen, was braucht der Hund, was sind so seine Vorlieben, was ist für den Hund drin? Warum sollte es sich für ihn lohnen, irgendetwas zu tun, was ich gerne möchte? Auch da ja, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Was aber in der Regel eigentlich immer gut funktioniert und auch funktionieren sollte, ist einfach Zuneigung. Und ja, das fällt dann natürlich unter positiver Bestärkung, wenn der Hund irgendwelche Dinge richtig oder gut ausgeführt hat. Reicht es erfahrungsgemäß einfach wirklich, ihm dann einfach mal auch Zuneigung zu geben. Und ja, das muss nicht immer ein Leckerchen sein. Na? Okay, gut wohl. Ja, jeder Hund ist unterschiedlich. Das finde ich ja, genau wie bei uns Menschen eben auch Individuen, die ihren eigenen Charakter haben, die ihre eigenen Stärken haben, die Schwächen haben. Ja, auch mal die Frage, was für einen Typ Hund habe ich überhaupt, was für eine Rasse, was sind seine Bedürfnisse, wie kann ich die erfüllen. Jeder Hund hat so ein bisschen andere Vorlieben, der andere, der rennt gerne wie ein Wahnsinniger durch die Gegend, der andere ist mal ein bisschen ruhiger, schnüffelt mal hier und dort, andere spielen sehr, sehr gerne mit anderen Hunden zusammen, andere rum wieder nicht. Also jeder ist da ganz, ganz anders. Jeder reagiert auch anders auf ja, unterschiedliche Erziehungsmethoden. Es gibt Hunde, die Korrekturen überhaupt nicht wahrnehmen. Es gibt Hunde, bei denen auch ja, das positive Bestärken nichts bringt. Man muss einfach mal schauen, worauf spricht der Hund an? Überhaupt die Kommunikation? Ja, was sagt mir mein Bauchgefühl? Man sollte auch viel mit dem eigenen Instinkt und ja, mit dem Bauchgefühl arbeiten, um zu schauen, dass ich ja das, was ich erreichen möchte, A, dem Hund vernünftig vermitteln kann, ihm natürlich auch durch eine Korrektur mal sagen kann, was ich nicht möchte. Ja, ich kann das immer so zitieren, wenn man nicht Nein sagt, sagt man automatisch Ja. Das heißt, wenn ich dem Hund nicht klar mache, dass sein momentanes Verhalten einfach nicht erwünscht ist, dann geht er davon aus, dass das was richtig ist, was er macht. Also, ja, warum nicht mal das auch korrigieren? Andersrum, natürlich muss ich logischerweise ihm auch zeigen, wenn er was richtig macht, wenn er es so macht, wie ich das gerne möchte, und das entsprechend positiv bestärken. Also, ich arbeite da gerne mit vielen verschiedenen Methoden, sage ich jetzt einfach mal, und mische das zusammen, baue mir einfach vom Gefühl her das so zusammen, wie ich der Meinung bin, dass es für den Hund am besten funktioniert. Und das ist letztendlich ja doch das, worauf es ankommt.
Ich muss mich dann nicht versteifen auf irgendeine Sache, sondern das Ziel ist einfach, ja, die Kommunikation mit dem Hund wirklich da sehr, sehr gut zu machen und ihm einfach für ihn am besten verständlich klar zu machen, was ich einfach von ihm möchte. Ja, in diesem Sinne, an dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank für die neuen Abonnenten, für euer Interesse an unserem Kanal und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn es dann noch mehr werden. Und dann verabschieden wir uns für heute erst einmal an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!